Herzlich willkommen zu WHO 2014. Das diesjährige Thema ist Weltall. In der Regular Category in der Altersklasse Elementary müsst ihr die Bauteile einer Rakete einsammeln und auf der Abschussrampe zusammenbauen. Weiterhin müsst ihr vor dem Start der Rakete die Zivilisten in Sicherheit bringen. Im linken Teil des Spielplans befindet sich die grüne Base und die rote Sicherheitszone. In der Mitte des Spielplans befinden sich drei Barrieren, die überquert werden müssen, drei gelbe Lagerzonen, in denen die Elemente der Rakete lagern, sowie zwei grüne zivile Zonen, in denen sich zwei Zivilisten befinden. Im rechten Bereich des Spielfeldes befindet sich die blaue Montagezone sowie die Abschussrampe und vier weitere grüne zivile Zonen mit vier weiteren Zivilisten. Die Zivilisten müssen sich mit dem Roboter am Ende in der roten Sicherheitszone befinden. Der Roboter muss sich beim Start vollständig in der grünen Base befinden. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, vor Beginn des Matches eine Startvorrichtung innerhalb der Startzone zu platzieren, um das Stapeln der Raketenstufen zu vereinfachen. Diese Startvorrichtung darf ausschließlich aus Lego gebaut sein und eine maximale Größe von 25 x 25 x 25 cm haben. Dabei dürft ihr aber keinen weiteren programmierbaren Baustein, RCX, NXT, EV3, verwenden. Insgesamt gibt es 6 Raketenstufen in 3 verschiedenen Farben. Diese Raketenstufen können in 3 Elemente zusammengesetzt werden. Dabei besteht ein Element stets aus einer Raketenstufe, das weitere Element aus 2 Raketenstufen und ein drittes Element immer aus 3 Raketenstufen. Diese Elemente werden stets zufällig zusammengesetzt, aber immer so, dass sich beim Zusammenfügen dieser Elemente immer noch von oben nach unten die russische Flagge in weiß, blau, rot ergeben kann. Die Positionierung dieser Elemente in den gelben Lagerzonen ist dabei zufällig. Der Roboter sammelt die verschiedenen Elemente ein und bringt sie in die Montagezone. Um weitere Punkte zu bekommen, muss der Roboter dabei einmal über die Hürde fahren. Die Elemente müssen in der richtigen Reihenfolge auf der Abschussrampe platziert werden. Die richtige Reihenfolge bestimmt sich dabei wieder durch die russische Flagge von oben nach unten, weiß, blau, rot. Die Startvorrichtung kann dabei in jeglicher Weise unterstützend wirken. Es ist wichtig, dass die Elemente senkrecht übereinander stehen. Der Roboter muss die Zivilisten in Sicherheit bringen und sich gemeinsam mit ihnen am Ende in der roten Sicherheitszone befinden. Das war unser Aufgabenvideo zur WHO Regular Category Altersklasse Elementary. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, findet ihr hier links am Rand die Videos zu den Altersklassen Junior und Senior. Und vergesst auch nicht, uns auf den ganzen Social Media Kanälen zu abonnieren. Hier unten geht's zu den ganzen Links und abonniert uns auf YouTube, damit ihr die nächsten Videos direkt sehen könnt. Wir sagen bis bald.